Kennt ihr diese Menschen, die immer meckern, wenn man zu spät ist, aber dann selber zu spät kommen? Das ist genau der, der jetzt gleich hier hinkommt, ne? Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video von diesen zwei. Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video von diesen zwei. Düs, so, wir sind wieder da, Freunde. Wir sind wieder back. Wir sind wieder da. Wir sind mal wieder in Köln. Wo sonst? Freunde, heute erwartet euch ein Vlog, Strich, ein Vergleich. Und zwar geht's ums Eis, aber kein normales Eis, sondern in Köln bietet drei Eisdielen verschiedene Eissorten an. Und zwar eine Eisdiele bietet Eis in so einem Cookie. Habt ihr schon mal in einem Video gesehen. Sehr lecker. Die andere Eisdiele in so einem Brioche. Wäckchen, Brot. Aus Italien. Aus Italien kennt man das, genau. Ihr müsst euch so vorstellen, dass so ein Wäckchen und da drin ist dann so eine Eiskugel drin. Kann nur lecker sein. Und die dritte Eisdiele, das ist normalerweise ein Croissantladen, Madame Croissant heißt der Laden, ne? Genau. Und der bietet mittlerweile Eis in so einem Croissant an. Das ist auch ganz komisch. Die lassen uns auch überraschen, also ich habe es auch so noch nie gesehen. Und wir vergleichen heute alle drei Produkte, genau. Und sagen euch, welche von denen, weil welches Gebäck passt mehr zu Eis. Genau, perfekt. In diesem Sinne, ne? Wir fahren jetzt zur ersten Anlaufstelle und zwar zu dem Laden Eis, Eis mit A. So innovativ. Ja, sehr. Also die haben sich auf jeden Fall lange überlegt, was sie für einen Namen geben. Nichtsdestotrotz waren wir schon mal in dem Laden. Wir haben da dieses Cookie-Eis gegessen, also Eiskugel zwischen zwei Cookies. Sehr lecker. Und warum gehen wir jetzt wieder dahin? A, weil es zum Video passt. B, weil wir drauf Bock haben. Und C, weil wir fiese Fettsäcke sind. Und D, weil wir das ja vergleichen müssen direkt mit anderen. Das hätte schon bei A gepasst, weil wir das vergleichen, ne, Fabio? Und das wird zum Video passen. Ne? Aber alles wird gut. Alles wird gut, solange du willst. Wir fahren jetzt gerade dahin, Freunde, und wir sehen uns gleich, wenn wir da sind. Also erstmal... Ich weiß, es schmeckt ja schon, ne? Aber das ist echt schon Fantasie, Bruder, dafür 3 Euro zu nehmen, ja. Wie viel? 6 Euro hat man jetzt gekostet. Genau 3,3. Die wiegen das hier ab, ne? Ja. Wir haben einmal Haselnuss und einmal Brownie, Stracciatella irgendwas genommen. Das wird so ein Fudgy Brownie, nicht Cookie, sondern Brownie, glaube ich schon, ne? Oder? Ja. Und halt Eis dazu. So wie der hier. Der schmeckt halt echt lecker, ne? 2 Bissen. Ein bisschen 1,50. Probieren wir das Ganze mal. Ich habe leider Gegenlicht. Schmeckt lecker, ne? Mhm. Boah, schmeckt sehr gut. Der Preis aber auch sehr gut. Guck mal, ich sage euch wirklich, Eis schmeckt echt wirklich sehr, sehr gut. Ja, also allgemeiner schmeckt die gut. Kombi. Nicht nur das Eis. Ja, ja. Ich sag so, guck mal, es schmeckt lecker, aber ich finde, also eins reicht meiner Meinung nach nicht aus. Und Bruder, für 2 Eis 6 Euro zu geben, für so kleine, weil die sind echt klein, das sind so 2 Happen, die du bekommst. Und dann finde ich das schon ein bisschen überteuert, oder? Aber stell dir mal vor, du kommst mit deinen Kindern hier in so, keine Ahnung, so eine vierköpfige Familie, Bruder. Oder eins ist echt wenig, ne? Oder findest du nicht? Ich finde es auch. Das ist kleiner als diese Domino-Eis. Kennt ihr dieses Domino-Eis? Wie Sandwich-Eis, nur oben ist die Schokolade noch drauf. Kennst du Domino-Eis, ne? Ja. Hier sind 2 Waffeln oben in Schokolade eingetaucht. Das ist genau die Hälfte, nur die Waffel davon. Also das ist so ein Ding einfach nur. Hier so groß wie das Mikro fast. Und dafür finde ich das schon echt klein, schon ein bisschen happig. Aber geschmacklich echt top, also nichts auszusetzen. Ich gebe den Ennis vollkommen recht. Geschmacklich war es einfach nur top. Ja. Die Kombi macht's aus. Ich weiß nicht, wie das Eis so schmeckt, aber die Kombi ist echt brutal, wirklich. Also ich finde auch geschmacklich nichts auszusetzen, aber wie gesagt, als Gesamtpaket, halt preis-leistungsmäßig, zu wenig. Schon, ja. Also zu wenn wenig. Das ein bisschen größer wäre, hätte ich gesagt, okay, komm, geht noch. Aber für den Preis und für diese Größe... Wesentlich nicht. Ja, jetzt fahren wir zum nächsten Spot. Das ist hier Bayerntal-Ecke, ne, Fabio? Ja, genau. Da, wo die Riesenbaustelle ist hier. Ja, ja, lächerlich auf jeden Fall, ja, die Baustelle hier. Aber auf jeden Fall ist das hier ein Eis, was man halt in so einem Brioche-Wäckchen-Brot bekommt. Genau, bekommt. Die tun das dann reinpacken, die schneiden das auf, dann kriegst du so Eis und hast du so ein Eisbrötchen, Eiswäckchen quasi. Auf jeden Fall sehen wir uns gleich, wenn wir da sind, Freunde. Mach aus. Mach aus. Wir haben jetzt das gute Stück. Also schon vom Aussehen, Uschi, ne? Ja genau, vom Aussehen. Aber der Preis ist auf jeden Fall... Er ist schon Fantasie, ne? Wir haben für 2,18 Euro noch was bezahlt. Deutscher Preis. So, ich war vor kurzem in Italien, mal gucken, ob es genauso schmeckt, ne? Ist auf jeden Fall lecker. Stark. Ich dachte, es ist nicht schlecht. Ja, wie isst man das denn jetzt? Für den Döner. Also der Dönerpreis auf jeden Fall, ne? Oder Getränk aber, ne? Ich glaube, die Sahne ist dann hier Schafskäse, weil Schafskäse ist ja auch immer extra. Also Eis schmeckt gut, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte es wirklich schlimmer erwartet. Nee, ich nicht. Ich sah schon gut aus, die Eisdiele. Du hast nur Sahne bekommen. Ja, komm, ja. Aber das kann auch nur gut sein, oder? Das ist aber so. Kann doch nicht schlecht sein. Das ist genau so ein italienischer Brioche mit diesem komischen Geschmack. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ich weiß auch, was du meinst. Was ist das aber? Ich kenne nicht, was das ist. Den Geschmack, diesen komischen Geschmack. Nicht Zitrone, aber so ein Aroma ist das. Das ist ein ganz eigener Geschmack.
Ich weiß bis heute nicht. Das hat aber nur italienisches Gebäck hat das, ja. Ja, genau. Bei Cornetti oder so. Mhm. Genau, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist die Glasur oben drauf. Keine Ahnung, was ist, aber das muss echt nicht sein. Das muss echt nicht sein. Unterlasst es bitte. Kennt ihr das, wenn die Sahne fest wird? Sehr gut, ne? Ja, ja. Direkt kommt der Geschmack. Warum aber, ja? Ich hasse den Geschmack. Ja, aber das ist nicht so extrem. Doch, voilà. Das wäre mit einem ganz normalen Brioche-Brot, so ein Wäckchen, viel, viel besser. Ne? Viel, viel besser. Mit diesem Standard-französischen Brioche. Ja, Bruder, das wäre geistkrank. Das wäre echt Max. Den stinknormalen Reinwäckchen hier aus, aus dem Bäckerei. Oder vielleicht noch Schokowäckchen. Oder Schokowäckchen. Wenn du das siehst, ne? Probier mal mit Schokowäckchen. Das schmeckt schon gut. Wie gesagt, wenn man jetzt nicht so intensiv wie wir sind, so, was ist das, intensiv, so hier mit dem Geschmack, eine da. Ja. Recherchieren wir, was das ist. Ja, muss ich mal gucken. Kleiner Manga, ja. Italienische Döner? Ja, ja, der Haus des Döners, ja, hier. Wie gesagt, wenn das diesen Geschmack nicht hätte von diesem. Von diesem Brötchen, von diesem Gebäck. Aber ich würde theoretisch ganz. Aber wie willst du diesen Geschmack erklären, jemand? Also, wie willst du finden, was für ein Geschmack das ist? Ich würde das herausfinden. Also, ich muss ehrlich sagen, Pistazie war einer der besten, die ich in Deutschland jemals gegessen habe. Ja, mach wieder ein Fass auf, ja. Nein, ist so. Der hat nicht nach diesen Aroma-Pistazien geschmeckt. Das hat original, wie wenn du diese türkischen gesalzenen genau. Pistazien essen würdest. Und das mag ich? Also, bei dir war das schon echt was Deftiges, wegen diesem salzigen ja, genau. Salz und dem Brot. Wir Türken haben auch sowas. Mit Brioche und so? Nein, nicht Brioche, das heißt Helva, Bruder. Karthelva heißt kenn das. Kenn ich doch Helva. Nicht dieses Helva, das ist so. Ist nicht Sandkuchen oder sowas in der Art? Nein, nein, das ist. Helva ist schon sowas wie Sandkuchen in der Art. Aber Karthelva heißt das. Karth heißt Papier. Ja. Und das ist so wie Papier, ne? Das ist so Esspapier-like. Und dazwischen sind so immer diese geschmolzene Marshmallow-mäßig, so eine Schicht. Ja. Und man tut das dann, die Kugel tut man dazwischen so. Oh, seid ihr so komisch, aber. Weißt du, wie lecker das schmeckt? Und das schmeckt besser als das hier gerade, ne? Wegen dem Nachgeschmack. Niemals. Wallah. Hätte das keinen Nachgeschmack, wäre das eine 10 von 10. Ja, nein, das stimmt. Eine 8 von 10. Ich ziehe 2 Punkte wegen dem Preis ab. Geschmacklich, das Eis war top. Ja. Nur halt dieses, wie gesagt, halt ja, aber dieses vom Brioche, dieses, ja, dieses Aroma, dieser Geschmack. Da, ich weiß nicht, was es ist. Ich kann es auch nicht irgendwie. Wenn ihr das wisst, schreibt das mal in den Kommentaren. Ja, wenn ihr wisst, was wir meinen, vielleicht die italienische Community hier, wenn ihr wisst, dieses typische italienische Gebäck, dieses. Diesen Geschmack da, ja? Was ja, ist diesen, das, ja? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das hat ein bisschen gestört. Und der Preis ist halt echt Final Fantasy, ne? Ansonsten, sehr leckeres Geschmackserlebnis. Kommt definitiv hier hin, probiert das definitiv aus. Ich hätte 6 Euro, 5 Euro. Ja, so 5,50, 6 Euro wäre auch noch okay. Ja, weil, 2 Kugeln. Ja, genau, eine Kugel hat 1,80 gekostet. Was kostet eine Brioche, Bruder? 1,50? Ja, sag ich ja, bist 20. Schon okay. So bei 6 Euro kannst du noch 6 hinnehmen. Euro, weißt du, was aber ich meine? Das war 8,80 Euro. 8,70 Euro, irgend sowas für eins. Ah, ich finde schon das schon ein bisschen dürr, ja. Bin schon teuer auf jeden Fall. Egal, Leute. Egal, wir haben das Erlebnis gemacht, ne? Genau. Wir hoffen, morgen ist Madame Tussaud, Madame Croissant offen, beziehungsweise hat Eis vor Ort. So, Freunde, wir sind jetzt hier bei Madame Croissant. Gestern war es ja leider zu, oder besser gesagt, die hatten leider kein Eis mehr. Wir probieren mal den Hasen hier. Probieren geht über. Studieren, Croissant im Eis, wir sehen uns gleich. Enes hat einmal Schokolade genommen, ich habe einmal Vanille genommen mit Lotus-Topping, Pistazie und Erdbeeren. Enes ohne Lotus, aber mit Schokolade und Erdbeeren. Also, das Eis, ich bewerte jetzt erstmal so. Eis ist keine Eisdiele, schmeckt einfach. Das ist jetzt nichts Besonderes, es schmeckt. Selber schon vom Rewe so, ne? Genau. Oder Vanilleeis. Genau. Jetzt kommt das Eigentliche, ne? Wieso man das isst, weil das ist hier so gefüllt. Ich habe so einen Hohlraum quasi und dann wird das so rein, wie so eine Soft-Eismaschine quasi, so reingepresst. Ja. Ne? Und jetzt probieren wir das mal zusammen. Das kann ja nur schmecken, ne? Quasi einfach ein Croissant mit Eis, ne? Also genau so. Genau so wie ein Croissant mit Eis. Ja. Aber kein Wow-Effekt. Mhm. Da fand ich schon Brioche und Cookie besser. Abgesehen jetzt von der Preisgestaltung, ne? Dass die beide haben uns 10,90 Euro so gekostet. Voll legitim. Fünfer finde ich auch mittlerweile. So ein Croissant kostet schon knapp 2 Euro. Mit einer Eiskugel, das sind ungefähr so 2 Eiskugeln, die da drin sind. Finde ich auch, Preis ist okay. Plus Topping, ne? Aber wie gesagt, hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Also nochmal würde ich mir jetzt nicht holen. Einmal das Erlebnis machen reicht, ne? Ja, das stimmt. Wir haben jetzt alle drei probiert, ne? Sag mal, was findest du am besten? Ich habe einmal eine Bewertung nur geschmacklich und einmal mit Gesamtpaket, Preis, Leistung, okay. Okay? Geschmacklich auf jeden Fall Brioche-Brot. Das Eis war super. Ja, Bruder, ist auch nicht. Eis war sehr lecker. Ja. Und das war auch so ein Erlebnis, weißt du, was ich meine? Es war sehr lecker, muss man einfach sagen. Cookie-Eis, im Endeffekt ist das so ein bisschen so wie Nocker-mäßig, so, ne? Ja. Wie so ein Sandwich-Eis, so, das kennt man so. Ja. Einfach lecker. Das hier war jetzt auch jetzt kein Wow. Aber so Brioche war schon echt was Gutes. Brioche war schon gut. Und wie gesagt, das Eis war auch sehr lecker. Zweiter Platz würde ich Dings sagen, Cookie.
Ja, und dritte der hier. Mhm. Ich sag euch so, ihr geht zu einem guten Bäcker, ne? Nicht mal so ein Dings, ne? So ein Einzelding, sondern so eine Kette ganz. Holt ihr ganz mal auch direkt von Rewe der Eis. Tust das Ganze gleich. Ich schwöre, du hast das gleich. Habe ich Unrecht, Brabür? Nein, du hast nicht Unrecht. 100% ist das Gleiche. Mhm. Preis-Leistung ist der hier am besten. Sag ich ganz ehrlich, so wie es ist. Alle anderen zwei waren Fantasie. Das war's. Das war's. Kommt, macht die Erfahrung. Ja. Dann war's das auch mit dem Video. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich habe mal wieder hier neue Einblicke gesehen, was es in Köln Neues gibt. Genau, ob es sich lohnt, müsst ihr selber wissen. Wir haben euch unsere Meinung gesagt. Ihr wisst, wir probieren für euch, damit ihr es nicht machen müsst. Wir geben das Geld aus. Ne? Deswegen lasst mal ein Abo da, lasst mal ein Like da. Wir sind echt gut gesagt, ja. Wir sind echt am Ende. Wir können nicht mehr. Wir sind bald Insolvenz melden. Vielen lieben Dank. Und nicht zu vergessen, checkt auch unser TikTok und unser Instagram ab. Da kommen jeden Tag neue, sehr leckere, sehr einfache Gerichte, die ihr selber zu Hause nachmachen könnt. In diesem Sinne, Freunde. Vielen lieben Dank. Sehen wir uns wieder, wenn es heißt, diese zwei. Wir sind wieder dabei. Ciao, mach's gut. Lange gedauert hat, bis das eingefallen ist. Nein. Bis der Part das eingefallen ist, hat auch immer lange gedauert. Passt auf, schau. Seid anständig. Aber ganz ständig.